Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Thüringen. Wir werden jetzt weiterhin unseren BGH ein bisschen retten, was zu retten ist. Den Baum mal wegschieben. Eine Möglichkeit, ein bisschen. Oh, so reicht schon. Ob wir hier vorne rankommen. Das Ding läuft schon. Ich muss ein bisschen hier durchkommen, das ist schwierig. Wir können ein bisschen weiter oben. Und da so ungefähr. Gut, sie machen wir ihn schwer und schon durch. Ist schon fertig. Aber will man nicht raus, der Bursche. Der Grüne muss weg, das ist das ganze Problem. Ja, noch ein bisschen mehr weg. Rechts vor allem. So, siehst du schon mal. Das nächste Ende geschafft. Das Gas nehmen wir hier auch weg. So, da haben wir den Grün. Die müssen ein bisschen mehr nach links. Ja, so ungefähr. Und durchstoßen, das ist das ganze Problem. Das ist sicher schwierig. Aber jetzt hat es schon gepackt. Grün ist weg. Das ist immer gut anzusehen, wenn das irgendwie dran hängt wie ein Gummi. Ne? Das, aber so ist er erst. Ne? Wenn wir die ganze Ecke geschafft haben, dann haben wir es auch schon. Ah, so schön. Das ist mühsam, aber es geht. Ich muss ein bisschen stoßen, dann geht's. Traktor hat mehr Schaden als Gerät, na gut. Das ist ein bisschen. Da will er nicht rein, da wird es fester. Ups. Er hat einen Punkt, wo höher ist, wo er ihn reinkommt. Ja, da kann man genau sehen, wie es grün ist. Ne? Ja, und das Grüne mag der Förderband nicht, erkennt er die Ladung nicht an. Auch das der Radlader wird es nicht erkennen. Er wird es einfach nicht aufnehmen, weil es gemischt ist. Das mögen die Geräte nicht. Die mögen einfach nur reines Zeug. Ne? Also sobald es gemischt ist, ist vorbei. Ja, normalerweise müsste er dann auch das Grüne wegnehmen, aber es tut es nicht. Gut, da vorne nicht aufgedeckt. Okay. So, den Baum lassen wir mal liegen, bis wir in meine Maschine kommen und Eck holen. Ich bin ja gespannt, ob das Grüne auch weggeht. So, müsste eigentlich voll sein. Jo. Kurz mal zwischenparken, den nächsten Anhänger hinstellen. Nebenbei schon wieder voll machen kann. Dauert ja leider ein bisschen. Aber der Baum geht durch. Das ist mir ganz komisch. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Dass bei der BGH das entsprechend das Grüne in der Wand drin ist und dann nicht salieren kann. So vermute ich mal ganz stark. Weil Mitte passt doch, das verstehe ich auch nicht. Ja. Gut, in Mitte haben wir auch nicht gesehen. Ne? Bis jetzt geht es jedenfalls. Okay. Werden wir sehen, wann es weit ist.
eben weg voll machen und wir fahren lassen rüber zur Füttermusch. Füttermusch hab ich gerade. Brauche ja viel Futter für den Winter. Ja, Futter haben sie gekriegt. Oh Mensch. Nacken hier. Dann brauche ich mal ein Nackenmassagegerät hier, wenn es weitergeht. Ich weiß nicht, wenn ich einen Tag bei der Arbeit, da vergeht Zeit manchmal überhaupt nicht. Jetzt hier, zuck, doch gar nicht. Wie kommt denn das? Wir wollen das früh die erste Stunde, wie lange. Ich kann zum Glück morgen ausschlafen, Spätschicht. Also die Blöde ist am Freitag, wenn man Freitag bis abends arbeiten muss, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ansonsten Montag ist ganz gut. Siehst du, dann sind wir da. Sollen wir denn noch Heu einfüllen? Das ist groß schon. Ja, fast voll. Die Lage noch einmal fahren. Die sind auch voll und dann kommt nachher Heu dazu. Dann müssten wir 100.000 Futter haben. Im Endeffekt nachher. Da müsste der fast reichen, also muss man durchrechnen, durch überschlagen, ne? Aber vielleicht reicht es noch nicht. Aber jetzt haben wir frühen Herbst, heute haben sie gekriegt, heißt morgen jeden Tag um die 30.000, 40.000, ja. Wir sind mal noch drinne. Naja. Wir brauchen ja mehr Heu, das heißt nächstes Jahr werden wir Heu machen. Ne? Also vielleicht machen wir auf der 12 auch Wiese, obwohl es das mit ungünstig, weil hier alles so müssten wir unsere Lose einlagern, das wird's gehen. Wetter muss passen, das ist das ganze Problem. In diesem Jahr wäre es gar nicht geworden. So, ist er noch nicht voll und ja, Zeit noch nicht. Foto gemacht. Aber bis dahin hast du vergessen. Und hier ist die Lade entsprechend weg und dann geht's. Beziehungsweise das grüne Zeug. Bis hier vorne ist es weg und da wo es die Folie ist, geht es nicht weg. Vielleicht ist er hier vorne, kann das sein, dass, naja, wird schon was sein. Wenn man dann die nächste Ecke wegnehmen nachher. Wird bald nicht mehr annehmen. Holt er sie von hinten weg. Bei dem großen Radius, das ist nicht schlecht. So. Wir müssen so einen LKW umbauen, nach vorne, so einen Anhänger, dass wir wegfahren können. Ist aber hinten dran, ne? Müssen wir nach vorne. Und fahren wir einen verkehrten Hänger los. Den K700 können wir nicht abgeben. Garage, die Fahrzeuge, da können wir alles abgeben. Das Ding war auch leer.
kostet nur Geld. Alle anderen unser. Will ja nicht voll werden, ne? Ja, 60 Grad, da Temperatur und hier da 58, 62, das geht schon. Bin der Daumen so lange hin. Aber im zweiten Feuer war das auch Quatsch. Wäre aber machbar, ne? Muss ich nur irgendwann herfahren. Kann zusammenhängen. Aber ob sie den gut fahren lässt, ist die andere Frage. Ob das gehen würde, vorne mit dem zweiten Förderband? Das glaube ich eher nicht. Wenn ich noch ein zweites Förderband mit dranhängen würde. Ob es dann entsprechend mehr aufnehmen könnte, aber das ist eher das Problem, was es nicht schafft. Dass es nur eine begrenzte Menge aufnehmen kann. Wenn ich heute aufhöre, müsste ich morgen noch ein paar Folgen machen, ne? Wird ja gehen. Was haben wir 16? Viertel 8 mal sehen. Muss ich ja mal alle Ruhe zählen, die Folgen, die ich schon fertig habe. Was ich jetzt schon geschafft habe, dass ich mit dem zweiten Rechner auch Videos bearbeiten kann. Was ja die Zeit fast halbiert, ne? Also das Bearbeiten, das dauert mit am längsten dabei. Fast. So. Ich hoffe, dass er entsprechend noch genug greifen kann. So, der Kopf zur BGH, ne? Und wir wollten auch ein bisschen Geld kriegen, ne? Ach, doch verkehrt, nur egal. Dann kriegen wir wenigstens voll. Dann haben wir hier eine Weile Ruhe. $450,000. Das heißt, die nächste Ladung geht schon. Eine geht immer hier rein, den Rest. Und der nächste könnte man gleich Heu machen. Dann kann er nämlich die nächste noch voll abkippen vielleicht. Dann kann er schon was verarbeiten. Hier. Hat er die Gurte angemacht?
tatsächlich. So. Wir müssen noch einen Schwung holen. Und die Stroh, ne? Habe ich nicht verkauft? Das wäre ein Habe. Das soll ein Heu sein dabei. Also. Leider ein bisschen nicht so ganz sind weit weg. Wenn das Stroh ist, kann der nur erkennen, dass sie Ballen sind. Ansonsten kennt es ja nicht was. Ne? Ich bin aber mal, dass ich Heu gekauft habe. Ich habe Stroh gekauft. Gut. Oder nicht gut. gut. Ja, was soll's. Nein, ist ja kein Verlust, aber abgesehen davon. Ist ja nicht ganz so tragisch, aber Stroh brauchen wir nun gerade nicht. Und nur dazu sagen, wir haben nächstes Jahr da wo Soja ist, könnten wir Getreide anbauen. Logisch. Der Rest geht ja an sich nicht. Also bringt kein. Würde weniger Ertrag bringen, wenn wir wieder Getreide anbauen würden. Aber haben wir auch nächstes Jahr entsprechend weniger Stroh. Ja, da muss man sehen. Also der Kauf ist nicht mehr von Schaden nicht. Also, wir brauchen noch eine Weile, der Bursche. Ja, dann haben wir wahrscheinlich genug Heu, aber kein Stroh. Dann müsste ich mir noch ein Feld kaufen, wenn das Geld reichen würde, für wo dann schon der Stroh drauf wäre, ne? Wo der Kniebauer dann Stroh anbauen würde. Die müssen dann die Heu kaufen. Die Zeit haben wir auch nicht genug Geld. Das ist das ganze Problem. Unsere Felder werden, ja, müssen wir kaufen, dann können wir sicherlich noch ein Feld verkaufen. Da gibt es also im Frühjahr einen richtigen Schwung. Oder wir kaufen richtig im Winter viel Holz. Dann haben wir auch Holz, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und mir gewinkt. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Tschüss und danke fürs Reinschauen.